Wie klassische Klaviermusik hört sich das hier nicht an. Das liegt daran, dass der Pianist auch nicht so ganz typisch an das Klavierspielen herangekommen ist. Kai Schumacher hat nämlich mit 5 Jahren ganz locker angefangen. Musikschule und Druck von den Eltern, Fehlanzeige. Wir hatten so ein altes Klavier zu Hause stehen, weil mein Vater ein bisschen gespielt hatte. Und ich habe irgendwann angefangen, einfach so Melodien, die ich im Radio gehört habe oder im Fernsehen gesehen hatte, einfach mal nachzuspielen. Und das Erste, was ich dann gemacht habe, war, vielleicht kennt das noch einer. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Das war tatsächlich mein musikalischer Einstieg in die Welt des Klaviers. Klavierunterricht hatte er dann zwar auch, aber auch der lief nicht so ganz klassisch ab. Ich habe dann anfangs Unterricht gehabt bei einer älteren Dame, die eine Bekannte war von meinen Eltern und die eigentlich gar keine ausgebildete Klavierlehrerin war. Also das war eine Hobbypianistin und das war für mich dann so eine Art Oma-Ersatz. Also ich bin da immer gerne hingegangen, was ja bei vielen, die relativ früh anfangen mit Unterricht, dann nicht so der Fall ist. Aber mir hat es immer tierisch Spaß gemacht, weil wir dann ja zwischendurch immer so im Wald spielen gegangen sind und sowas und die hat dann Plätzchen gebacken und sowas. Also halt wirklich so ein ganz spielerisches, lockeres Verhältnis, das ich dann hatte mit dem Klavier. Das war aber anscheinend genau richtig so. Erfolgreich ist er nämlich trotzdem geworden. Mittlerweile verdient er sein Geld mit der Musik, spielte unter anderem schon in New York und Israel. Aber es gibt ihn nicht nur live zu hören, sondern natürlich auch auf CD. Sein Album Transcriptions ist seit 2013 auf dem Markt. Und auch das hört sich ganz anders an. Denn für Kai Schumacher besteht das Klavier nicht nur aus schwarzen und weißen Tasten, sondern aus viel, viel mehr. Wenn man hier mal so reinguckt, sieht man ja auch, dass es da einen Haufen Zeug gibt, was irgendwie erst schon mal gut aussieht und dann auch eventuell gut klingen könnte. Wenn man beispielsweise jetzt einfach so mit den Fingernägeln über die tiefen Saiten fährt, dann ist es einfach so ein urtümliches, gewaltiges Geräusch irgendwie. Und das kann man natürlich auch ganz bewusst einsetzen für seine Musik. Oder man kann auch auf den Saiten zupfen oder Flageolettöne erzeugen. Noch mehr als in seinem Probenraum in Duisburg tobt er sich aber im Studio bei den Aufnahmen zu seiner neuen Platte aus. Die soll Mitte nächsten Jahres erscheinen. Studio ist einfach viel mehr Möglichkeiten, um ja, am Klang zu arbeiten natürlich, auch mit den ganzen Mitteln der Technik. Also ich lege immer sehr großen Wert auch auf eine Produktion, die eigentlich eher so aus dem Pop-Bereich angelegt sind. Also wir arbeiten viel mit unterschiedlichen Mikrofonierungen, mit Effekten etc. Und das ist einfach so ein bisschen wie so ein Spielplatz, wo man sich auch austoben kann. Dann. Und auch das neue Album wird dann wieder ganz neu und völlig anders klingen. Mein aktuelles Album ist ja, basiert im Grunde auf Rock- und Metal-Songs der 90er. Und das nächste ist wieder ein Klavieralbum, was ein bisschen traditioneller gehalten ist. Es gibt Musik des 20. Jahrhunderts und auch aktuelle Musik des 21. Jahrhunderts. Und es geht thematisch um die Nacht, weil ich eigentlich auch so ein Nachtmensch bin und mich immer so das Dunkle und das bisschen mystische und das Geheimnisvolle sehr interessiert hat. Für 2015 ist noch einiges mehr in Planung. Kai Schumacher arbeitet nämlich gerade unter anderem am sogenannten 3D-Sound. Und auch damit will er so bald wie möglich live an den Start gehen. Erstmal müssen aber die Studioaufnahmen zum Album fertig werden. Wenn das geschafft ist, spielt er dann im Januar in der Säule in Duisburg zusammen mit einer Geigerin. Alle, die das Klavier mal etwas anders erleben wollen, sind da auf jeden Fall an der richtigen Adresse.